Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxwireless.de. Mein Name ist Max und ich möchte euch heute das LG Wine Smart zeigen, ein Klapphandy mit LTE. Ja, Klapphandys kennen wir ja eher so aus der Mitte der 2000er Jahren. 2004, 2005, 2006 waren die echt noch super populär. Da hatte fast jeder ein Klapphandy und die gab es auch in jedem Handyshop in Massen zu kaufen. Ja, mittlerweile sind sie fast ausgestorben, aber LG traut sich nochmal mit einem relativ gut ausgestatteten Gerät, auch wenn es immerhin noch ein Einsteigergerät ist, also eine relativ ordentliche Ausstattung mit LTE, für ja, ältere Leute würde ich sagen, da mit großen Tasten ausgestattet. Aber ich dachte mir, ja, ein Klapphandy, das muss ich mir nochmal anschauen, habe ich gute Erinnerungen dran und ja, mal sehen, wie das umgesetzt ist. Das LG Wine Smart, so lautet der Name, hat als Modellnummer die H410, das seht ihr hier oben. Und es wird eben GSM, UMTS und LTE unterstützt mit den entsprechenden Frequenzbändern, die ihr hier ablesen könnt. Also das ist in Europa und großen Teilen von Asien und Amerika eigentlich ganz gut einsetzbar. Ich habe hier die Version in Red Black, also das ist im Grunde so ein Weinrot, würde ich sagen. Ihr seht es hier. Es gibt auch noch auf dem deutschen Markt eine blaue Version. Ja, so sieht die Verpackung, wie gesagt, aus. Hier sehen wir nochmal auf der anderen Seite die Highlights von dem Gerät. Highlights ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das ist echt eine relativ schlechte Hardware für heutige Zeit. Aber immerhin, also wir haben hier ein 3,2 Zoll Hauptdisplay mit HVGA-Auflösung, das heißt 480x320 Pixel, ist, wie gesagt, in der heutigen Zeit echt schlecht. Dann haben wir einen Qualcomm Snapdragon 210 Prozessor, 810 wäre schön, 210, also einen ganz kleinen und schwachen Prozessor eigentlich, aber immer ein Quad-Core mit 1,1 GHz und ich kann euch sagen, das reicht dem Gerät auch, also es läuft wirklich halbwegs schnell. Dann ja, sehen wir hier LTE Folderphone, also ein LTE Klapphandy und dass wir eine große Tastatur haben mit großen Buchstaben drauf, ideal also auch für ältere Menschen zum Beispiel. Ja, legen wir die Verpackung mal beiseite und schauen mal, was sonst noch dabei ist. Dann lege ich nämlich das Zubehör mal gerade drauf hier. Ich habe es schon rausgenommen aus der Verpackung. Und wir gehen mal durch. Also hier haben wir einen Travel-Adapter, einen ganz normalen Stromadapter für die Steckdose mit einem USB-Anschluss hier oben drauf. Damit kann man das Handy aufladen. Und natürlich darf das entsprechende Aufladekabel nicht fehlen. Das ist hier ein Micro-USB zu USB-Kabel. Wird dann entsprechend hier reingesteckt. Kann natürlich auch mit dem PC verbunden werden, wenn es gerade nicht zum Aufladen benutzt wird. Ja, ansonsten haben wir dabei ein ganz einfaches Headset. Ich habe es nicht ausgetestet, ich will es glaube ich auch gar nicht austesten, weil der Sound muss eigentlich relativ schlecht sein. Also die sehen schon nicht gut aus, werde es aber dann noch für den richtigen Test dann natürlich auch nochmal austesten und dann könnt ihr auch dort lesen, ob das denn was taugt. Ich fürchte aber nein. Was wir natürlich auch noch dabei haben, sind irgendwelche Einrichtungen bzw. Starthilfeanleitungen. Wer sich mit Android ein bisschen auskennt und ein bisschen experimentierfreudig ist, braucht das normalerweise nicht. Also ich habe es mir jetzt nicht angesehen. Allerdings alles auf Deutsch, alles recht gut gemacht, wie man sehen kann, mit Bildern und so weiter. Also sollten auch ältere Menschen zum Beispiel ganz gut mit zurechtkommen. Ja, das legen wir mal beiseite. Und dann schauen wir uns das Gerät mal genauer an. Und zwar seht ihr hier, wie gesagt, habe ich die rote Version. Das ist auf beiden Seiten in dieser Farbe gehalten und ich würde sagen, wir machen das Gerät erstmal auf und so kann man nämlich den Akku rausholen, beziehungsweise der Akku, der ist wechselbar und so kann man auch die SIM-Karte und die Speicherkarte einlegen. Das geht folgendermaßen, wir greifen hier in diesen Micro-USB-Anschluss rein, geht relativ einfach und dann ist das Gerät offen. Ihr seht hier den Akku, der hat 1700 mAh, für heutige Verhältnisse ein bisschen klein vielleicht von der Kapazität, allerdings ihr müsst wirklich wissen, das hat eine relativ schlechte Hardware, verbraucht wenig Strom, hat nur ein kleines, schwaches Display, also das sollte locker ausreichen und meiner Erfahrung nach reicht das dann auch wirklich 2 Tage aus. Man macht mit dem Gerät ja auch automatisch ein bisschen weniger als mit einem Smartphone und einem riesen Display, was man ständig anhat. Ja, hier unten drunter liegt die SIM-Karte und da kommt eine Micro-SIM rein, glaube ich. Und dann haben wir hier eine Speicherkarte, bis zu 32 GB können wir reintun. Leider nicht mehr, aber ja, ich denke mal, für die Anwender, die das benutzen hier, sollte das auch ausreichen. Ich mache das mal wieder drauf. Also sitzt eigentlich ganz gut drauf. Da bewegt sich nichts. Das ist schon mal ganz gut. Fühlt sich nicht so gut an, wie es aussieht. Also ich finde hier, das sieht so ein bisschen aus wie Leder. Man könnte meinen, das wäre zum Beispiel Soft-Touch-Oberfläche. Es ist aber ganz normales, hartes Plastik. Also
wirkt ein bisschen billig, würde ich sagen. Also es ist stabil, aber es ist nicht besonders hochwertig. Ihr seht auch hier, man kann es so ein bisschen reindrücken, so wirklich, ja, es knackt nicht, aber es ist auch nicht wirklich perfekt verarbeitet. Insgesamt, wenn wir jetzt mal den Mechanismus hier anschauen, das ist wirklich gut gemacht. Man muss es aufklappen, es gibt nicht wie bei manchen anderen Klapphandys früher eine Taste, wo das dann aufklappt, sondern man muss es manuell aufklappen und ihr seht auch, es ist nicht 100% gerade. Für ein Touchscreen-Handy vielleicht nicht optimal, aber ich denke mal, das kennt man auch von anderen von anderen Klapphandys, dass sie eben nicht komplett gerade aufklappen, sondern so ein bisschen ja, gewinkelt noch sind. Macht wie gesagt einen guten Eindruck und ja, schauen wir uns mal die weiteren Sachen an. Hier auf der Rückseite haben wir eine Kamera mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon. Das sieht hier ein bisschen nach zwei Lautsprechern aus, ist aber nicht und die Lautsprecher klingen auch nicht besonders toll. Dann haben wir hier auf der Seite einen 3,5 mm Anschluss. Audioqualität finde ich ganz in Ordnung. Ich habe mit meinem eigenen Headset dann mal ein bisschen Spotify-Musik abgespielt und ja, hört sich ganz gut an. Sicherlich nicht der beste Sound, aber auch nicht schlecht. Ich finde die Positionierung von diesem 3,5 mm Anschluss ein bisschen mies. Ich hätte mir gewünscht, dass der entweder oben ist, wobei das bei einem Klapphandy natürlich schwierig ist. Daher unten neben dem Micro-USB-Anschluss wäre es sicherlich am besten gewesen. Ja, der Anschluss, ihr habt den eben schon gesehen. Wie gesagt, entweder greift man hier rein, um die Klappe aufzumachen, die Rückseite zu entfernen, oder benutzt es eben für Datenübertragung oder zum Aufladen. Auf der Seite haben wir dann noch die Lautstärkewippe, also können wir die Lautstärke ganz normal, wie man es von jedem anderen Handy auch kennt, eben regulieren. Oben ist nichts, außer eben die Klappe. Auf der Front leider kein Display. Früher gab es ja öfter mal Klapphandys mit einem kleinen Display auf der Front oder mittlerweile gibt es auch Klapphandys in Asien mit einem deutlich größeren Bildschirm, einem Touchscreen drauf. Fände ich schön, allerdings bei einem Einsteigerhandy natürlich nicht unbedingt zu erwarten, weil es dann einfach auch ein Kostenpunkt ist, der dazukommen würde. Aber wir haben eine Notification-LED, also können wir hier Benachrichtigungen, wenn wir die bei WhatsApp oder so reinbekommen, werden hier schön angezeigt, blinkt relativ hell, lässt sich leider nicht konfigurieren, ist aber absolut ausreichend. Also ich finde es gut gemacht, dass überhaupt eine dabei ist. Das hilft schon sehr. Ja, ich würde sagen, wir klappen das Handy mal auf und gehen mal hier auf den Startscreen. Also wir haben hier ein Tastenhandy, wie ihr seht. Ich muss es mal ein bisschen weiter weghalten, sonst klappt das hier gar nicht, weil das relativ groß ist. Also ihr seht, meine Hand ist so schon relativ groß und das Handy ist ausgeklappt, echt eine Wucht. Also es ist ordentlich groß. Größer als frühere Klapphandys, die man so kennt, noch aus dem ja, aus dem Gedächtnis, würde ich sagen. Allerdings, was auch wirklich schön ist, wir haben hier riesige Tasten, also optimal für Leute auch, die nicht mehr richtig gut sehen können. Hier trifft man alles und man kann halt wirklich super schön, ihr seht auch hier, die Zahlen sind sehr groß, super schön wählen und das ist gut gemacht. Dann haben wir hier oben Android-Tasten, also zum Beispiel zurück, Home-Taste und Multitasking-Taste. Man kennt das, sonst ist das ja in der Software eingeblendet und das ist jetzt hier halt nicht der Fall, sondern es ist als Hardware-Taste ausgeführt. Ist ganz gut gemacht, aber ob man es braucht, ja, nicht immer. Also oft wird es dann auch in der Software noch eingeblendet und viele Tasten sind auch doppelt. Also zum Beispiel kann man auch oft mit der Auflegen-Taste, wie man es von früher kennt, und intuitiv dann auch wirklich macht, auf den Homescreen kommen. Daher die Tasten, die sind so ein bisschen überflüssig und machen ein bisschen zu viel Platz, finde ich. Was sehr gut gelöst ist, ist hier dieses Steuerkreuz. Sehr gut verarbeitet, macht Spaß, das zu bedienen. Und dann haben wir hier noch eine Taste, die man frei belegen kann. Wir haben eine Adressbuchtaste, wir haben eine Nachrichtentaste und wir haben eine Kamerataste. Die C-Taste, Clear, da kommen wir immer zurück, zum Beispiel, wenn wir geschrieben haben, irgendwelche Buchstaben oder so, einfach die C-Taste drücken und dann kommt man eins zurück. Kennt man auch schon von älteren Handys und ja, das beherrscht man eigentlich intuitiv, wenn man schon früher mit älteren Handys eben zu tun hatte. Kommen wir zum Display. Das ist einer der größten Schwachpunkte von dem ganzen Gerät. Das ist ein Touchscreen mit einer verdammt schlechten Auflösung und einer richtig miesen Qualität. Also wenn ich so hochhalte, ihr seht es, die Farben, die ändern sich und werden sehr blass. Also muss man schon ganz genau drauf gucken, zum Beispiel so. Und ja, da sieht man das meiste. Die Darstellung ist ein bisschen klein für Android, aber es funktioniert eigentlich alles ganz gut. Also wenn ich jetzt hier mit dem Steuerkreuz gehe, dann seht ihr, es wird
hinterlegt. Für Tastenbedienung ist Android eigentlich ganz gut geeignet. Hier läuft Android 5.1, also eine sehr, sehr neue Version. Und ich kann hier wirklich mit dem Steuerkreuz sehr gut durchgehen. Geht alles sehr schnell. Wunderbare Sache. Also gefällt mir gut die Bedienung. Allerdings ist das nur auf die Basisbedienung beschränkt. Also die ganzen Basisfunktionen funktionieren mit der Tastatur wirklich super. Wenn es dann auf den Play Store oder sowas geht, wird es schon ein bisschen schwieriger. Also ihr seht, das funktioniert hier noch halbwegs. Wenn man allerdings jetzt irgendwie was auswählen will, dann geht es mit dem Touchscreen schon besser. Also da funktioniert es natürlich ganz genau, wie man das auch so kennt. Touchscreen, der funktioniert gut, also der reagiert auch sehr schnell. Allerdings die Tastenbedienung, die ist natürlich, hat schon Vorteile. Also macht Spaß damit zu arbeiten und ist mal was anderes. Was nicht so gut funktioniert, sind Texteingaben, also insbesondere von E-Mail-Adressen und so weiter. Da gibt es entweder die Möglichkeit, eben über eine On-Screen-Tastatur zu gehen, die extrem klein ist. Allerdings funktioniert sie vergleichsweise gut. Also man glaubt es gar nicht, wie gut die funktioniert. Ich kann es euch mal gerade zeigen, indem wir ja, hier eine neue Nachricht erstellen. Und dann gibt es eben entweder die Möglichkeit, hier über T9 zu gehen. T9 kennt ihr sicherlich alle. Und da kann man dann einfach hier über die Tasten entsprechend mit dem T9 Standard arbeiten. Ist eine Möglichkeit, funktioniert, wie man das halt kennt von einem ganz normalen Handy. Bei E-Mail-Adressen und so weiter, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Deswegen kann man auch hier reintippen und es kommt eine kleine Tastatur. Die kleine Tastatur, ihr seht, ja, mein Daumen würde die fast komplett abdecken. Also ist echt klein. Ist ein bisschen fummelig, aber es funktioniert. Ich denke mal, die meisten Leute werden das nicht nutzen, sondern die werden hier die Tasten benutzen. Bietet sich ganz gut an. Ja, was kann ich noch sagen? Geschwindigkeit von dem Gerät ganz gut eigentlich, kann man sich nicht beschweren. Vor allem für den relativ schwachen Prozessor ist eigentlich relativ schnell und gut gemacht. Was ich noch ganz gut finde, die Einstellungen wurden angepasst auf das kleine Display und die Tastenbedienung. Also es gibt hier nur so eine einfache Einstellungen-Anwendung und im Grunde kann man über diesen großen Menüpunkt hier unten dann auch auf die normalen Android-Einstellungen kommen. Hier kann man sehr einfach mit der Tastatur durchgehen, mit dem Steuerkreuz, ihr seht's, und die wichtigsten Sachen sind wirklich drauf, also ja, viel mehr braucht man eigentlich auch nicht. Was mir nicht gut gefällt, ist die Kamera. Ich kann sie gerade mal anschalten. Wir haben hier eine 3-Megapixel-Kamera und die hat echt eine unglaublich schlechte Qualität. Also sowas habe ich Jahre nicht mehr gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es solche Kameras noch zu kaufen gibt. Gefällt mir nicht wirklich gut. Allerdings, ja, für den Einsatzzweck bei dem Preis sicherlich noch irgendwo brauchbar. Also wir haben hier 150 Euro. Es gibt dafür schon deutlich bessere Smartphones. Aber gut, ja, also sagen wir mal nicht mehr zu der Kamera. Auch die Positionierung von der Kamera ist schlecht. Wir haben sie ja hier hinten drauf. Also mir würde es gefallen, wenn sie hier oben wäre. Das wäre einfach deutlich besser. Dann würde man sie nicht ständig mit der Hand bedecken. Und ja, fände ich besser. Wo wir gerade den Lautsprecher nochmal sehen, der ist auch relativ schlecht, also nicht besonders laut und relativ schlecht von der Qualität her. Man sollte sich hier nichts Besonderes erwarten. Sonst zu dem Gerät, der Empfang ist recht gut. Also wir haben hier wie gesagt LTE und das ist schon mal eine gute Sache. Wozu braucht man LTE? Man kann leider nicht drüber telefonieren, also Voice-over-LTE kann das LG Wind Smart leider nicht oder noch nicht. Vielleicht gibt es hier ein Update, ich glaube es nicht. Aber man kann zum Beispiel relativ schnell surfen, man kann das als mobilen Hotspot benutzen. Also ganz normal den Datentarif und dann WLAN-Hotspot aufmachen. Natürlich kann das Gerät WLAN, es kann GPS, es kann Bluetooth. Also ihr könnt auch über Bluetooth dann im Auto telefonieren und so weiter. Die Ausstattung ist gar nicht mal so schlecht. Schade, wie gesagt, dass das Display nicht so gut ist. Ansonsten, ja, ein schönes Handy, was man sich für 150, maximal 200 Euro derzeit hier so kaufen kann. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich persönlich, wie gesagt, finde das ein relativ schönes Gerät. Für mich ist es dauerhaft nichts. Der Formfaktor ist cool. Ich würde mir sogar ein Gerät kaufen, allerdings nur mit einer Ausstattung zum Beispiel von einem Galaxy S6 oder so. Also es gibt die Geräte in Asien. Ich würde es cool finden, wenn die mal nach Europa kommen würden. Dann gibt es dann zum Beispiel auch außen ein großes Touchscreen-Display, innen ein großes Touchscreen-Display und es ist einfach mal ein anderer Formfaktor als diese ganz normalen Touchscreen-Handys, die mittlerweile jeder kennt und wo es einfach überhaupt nichts Neues mehr gibt. Insgesamt eine coole Lösung. Cool, dass LG das auf den Markt gebracht hat in Deutschland. Ich hätte es nicht erwartet, dass sowas nochmal kommt, vor allem mit LTE.
Und ich freue mich, wenn da mehr kommen sollte. Wenn ihr einfach nur ein einfaches Handy sucht mit großen Tasten und einer aktuellen Ausstattung, ist man damit auf jeden Fall gut bedient. Ja, so viel zum LG Wine Smart H410. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Lest auch meinen Testbericht, der ist unter dem Video verlinkt. Und auch das Gerät könnt ihr unter dem Video kaufen. Bei Amazon habe ich einen Link reingeschmissen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen.